CNTV ist am Market Point, einer Plattform für Firmen, sich auf der Games Convention zu präsentieren. Und während ich hier mein Glück probiere, hat Joachim Gartz Vertreter dieses Standes im Interview. Market Point bietet schon seit mehreren Jahren eine Plattform für Firmen, die jetzt mit dem Thema Games nicht auf Anhieb was zu tun haben, aber es trotzdem als sinnvoll erachten, hier auf der Games Convention präsent zu sein. Herr Brücker, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, diese Plattform Market Point ins Leben zu rufen, und wie hat sich diese Idee jetzt im Laufe der letzten Jahre hier in Leipzig weiterentwickelt? Ja, wir haben vor 5 Jahren aus unterschiedlichen Bereichen festgestellt, dass doch sehr viele Hersteller, die nicht direkt mit Games was zu tun haben, die Ansprechpartner aus dem Handel hier treffen wollen, haben damals mit Distributoren wie Ingram oder wie TechData gesprochen, gesagt, Mensch, mach doch hier was. Hier kann man dementsprechend den Retail treffen, mit denen Geschäfte vorbereiten. Die haben das nicht dann sofort umgesetzt und wir haben dann ein Jahr später gesagt, okay, wenn die es nicht machen, dann starten wir dann mit einer Lösung, und diese Lösung ist immer weiter und weiter gewachsen, sodass wir heute der größte Aussteller hier im Business Center Bereich sind und für Firmen, die insgesamt eine große Bedeutung haben, aber natürlich im Games Bereich klein sind, eine Möglichkeit haben, sich kompetent mit ihren Partnern zu treffen. Nun, es hat sich ja rumgesprochen, der Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware hat einstimmig dafür votiert, dass die nächste Spielemesse in Köln stattfinden soll, in 2009. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung? Ja, einstimmig habe ich etwas anders gehört, aber der BIO hat sich dafür entschieden. Das heißt, von 530 Ausstellern auf der Games Convention haben 12, das ist der BIO, auch dementsprechend Träger der Games Convention zurzeit, sich entschieden, nach Köln hinzugehen. Köln sicherlich auch ein sehr guter Messestandort. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt man die Messe macht. Man hat sich jetzt entschieden, sie vom 10. bis 14. September zu machen. Das ist gerade für die Fokus-Zielmärkte, die diese Messe anspricht, also Mediamarkt und Saturn, ein sehr problematischer Termin und somit auch für alle Aussteller ein sehr problematischer Termin, denn wenn der Handel nicht da ist, dann werden diese Firmen dementsprechend weniger Aufträge machen und unzufrieden mit der Messe sein. Hier hat die Messe Leipzig über die letzten 7 Jahre zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Größenordnung gesetzt, die immer mehr für mehr Zufriedenheit gesorgt hat. Das wird für Köln sehr schwierig sein. Die Frage ist, was macht Leipzig? Denn Leipzig hat sich ja bisher noch nicht geäußert, was sie nächstes Jahr machen werden. Das Einzige, was wir zurzeit wissen, es wird eine Gamescom in Köln vom 10. bis 14. September geben. Und wir warten auf Informationen von Leipzig, um dann zu finden, wer und was ist die richtige Veranstaltung. Herr Brücker, vielen Dank für das Gespräch. Herr Bönsch, Sie sind Director Sales Consumer DACH und Eastern Europe bei Symantec und Sie haben sich entschlossen, hier beim Gemeinschaftsstand von Market Point mitzumachen. Sind Sie mit der bisherigen Resonanz auf Ihre Präsenz hier auf der Games Convention zufrieden? Ja, wir sind auch hier dieses Jahr wieder sehr zufrieden. Wir sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, schon das 4. Jahr in Folge mit Market Point, also seit Beginn dabei. Wir sind hier super aufgehoben, die Logistik ist einwandfrei, unsere Partner haben die beste Möglichkeit, hier auf uns zu treffen, und wunderbar alles. Jetzt hat ja der Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware beschlossen, dass im nächsten Jahr in Köln eine Spielemesse stattfinden wird. Wie sehen Sie diese Entscheidung? Also für uns ist da definitiv noch irgendwie gar keine Entscheidung gefallen. Wir wissen, dass es gibt die Messe in Köln. Es gibt noch keine Entscheidung, wie es weitergeht im Standort Leipzig. Wir sind in Leipzig sehr zufrieden. Wir sind sehr wohl aufgenommen worden. Die Stadt ist toll. Die Infrastruktur hier auf der Messe ist prima. Für uns gab es da keine Not. Sollte es Köln sein, freuen wir uns auch auf Köln. Köln muss dann beweisen, dass sie gleich gut sind wie Leipzig. Herr Bönsch, vielen Dank für die interessanten Antworten. Dankeschön. Frau Tatjana Nuding, Marketingmanager DACH bei Logitech. Ist Logitech in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Gemeinschaftsstand von Market Point vertreten oder sind Sie sozusagen Wiederholungstäter? Wir sind Wiederholungstäter, ich gestehe, und wir sind auch nach wie vor sehr zufrieden. Wir haben ja im Endkundenbereich an vielen Ständen unsere Produkte verfügbar, aber nutzen Market Point eben sehr gerne als Plattform, um hier auch unsere Händler zu treffen, und würden auch wiederkommen. Ja, Logitech ist ja als Peripheriehersteller im Gaming-Bereich ohnehin stark präsent.
Deswegen stellt sich ja bei Ihnen jetzt nicht die Frage, warum Sie auf der Games Convention sind, aber warum haben Sie sich entschlossen, ausgerechnet hier auf dem Gemeinschaftsstand präsent zu sein und nicht einfach einen eigenen Stand aufzumachen? Also wir nutzen gerne die Synergieeffekte, die es hier gibt bei Market Point. Zum einen auf Händlerseite. Hier gehen viele Händler ein und aus, mit denen wir auch Gespräche führen. Wir haben Termine, aber es ergeben sich auch mal lockere Gespräche. Und zum anderen auch auf Unternehmensseite. Es entstehen doch immer wieder ganz nette Kooperationen hier, auch mit anderen Herstellern, auf die man dann auch mittelfristig aufbauen kann. Und wie sieht Logitech die Entscheidung des Bundesverbandes für interaktive Unterhaltungssoftware, im nächsten Jahr in Köln eine Spielemesse zu veranstalten? Es gibt Argumente, die ja die Kölner Messe auch im Moment sehr stark hier herausstellt, die auch nachvollziehbar sind. Wir waren bisher sehr zufrieden, auch in Leipzig, und warten jetzt einfach mal ab, wie sich auch die Leipziger Messe committet, weiterzumachen. Bleibt also spannend. Vielen Dank, Frau Nurding, für das Gespräch. Für CRN TV sind wir während der Games Convention auf dem Stand des Großhändlers Playcom. Der Kollege Joachim Garz hat den Leiter des Marketings Frank Hillmann im Interview. Sind Sie mit der bisherigen Resonanz auf den Messestand von Playcom hier auf der Games Convention zufrieden? Wir sind ja jetzt das fünfte Jahr hintereinander auf der Games Convention und ich muss sagen, dass auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Resonanz an unserem Stand ist. Wir sind also sehr zufrieden und hoffen, dass wir eben halt jetzt auch die nächsten zwei Tage noch diese Resonanz haben werden. Ja, für Sie ist Leipzig ja gewissermaßen ein Heimspiel. Was halten Sie vor diesem Hintergrund von der Entscheidung des BIU, im nächsten Jahr eine Spielemesse in Köln zu veranstalten? Wir haben die Entscheidung so hingenommen. Wir werden uns natürlich auch mit dieser Entscheidung abgeben. Natürlich ist es für uns immer hier ein Heimspiel gewesen und wir waren ja auch sehr, sag ich mal, zufrieden mit der Leipziger Messe und auch mit dem Service. Wenn aber diese Entscheidung nun mal so getroffen wurde, dann müssen wir uns dem auch stellen und wir sind natürlich auch interessiert, wie Köln so eine Messe im nächsten Jahr aufziehen wird, welche Veränderungen es geben wird und ob es vielleicht sogar sehr positive Aspekte haben wird. Die Einnahmen auf dem PC-Spielemarkt sind rückläufig, während Konsolen wie Nintendos Wii enorm erfolgreich sind. Wie sehen Sie von daher die Zukunft für den PC-Spielemarkt? Der PC-Spielemarkt wird auf jeden Fall weiter existieren, auch wenn die sag ich mal, die Verkaufszahlen doch zeigen, dass es Rückläufe gibt. Ich denke bloß, dass sehr viele Hardcore-Gamer dabei bleiben werden, eben halt ihre Lieblingsspiele auf dem PC zu spielen, weil sie dieses Medium PC eben so gewohnt sind. Es wird sicherlich, sag ich mal, noch mehr in Richtung Konsolenspiel gehen, aber dass man PC-Spiele, sag ich mal, in mittelfristiger Sicht hin abschreiben kann, denke ich nicht. Ja, was sind, abgesehen von der zunehmenden Dominanz und Präsenz der Konsolen hier auf der Games Convention, sonst noch die wichtigsten Spieletrends des Jahres aus Ihrer Sicht? Also ich sehe eindeutig einen Trend weiterhin dahin, dass es ein Mehrspieler, also dass sehr viele Leute miteinander spielen und kommunizieren, entweder online oder direkt zu viert eben halt oder zu dritt vor dem Bildschirm. Also da sehe ich einen eindeutigen Trend, Family Games, alles was eben halt in irgendeiner Form Spaß macht, wo man eben halt miteinander spielt. Also dieser Einspieler-Modus, man sitzt alleine vor dem PC, den wird es sicherlich auch weitergeben, aber ich denke, da ist ein deutlicher Trend zu sehen. Ja. Herr Hillmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke.